Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mystical Riddles, das Schiff aus dem Jenseits. Hier ist Sabine de Kett. Wir gehen gerade aus Wetter zur uralten Quelle. Da benutzen wir unsere Kamera. Hello, my name is Abigail. I knew that someone like you would come here. The captain couldn't slaughter all the sirens. There is a siren's heart on this island that's still beating. It may surprise you, but Elizabeth has the magical blood of the sirens that once inhabited this land. The second exit from the cave is near the spring, but to open it, you'll need a siren's tear. If you bring me a crystal vial, I'll give it to you. Gut, dann holen wir uns das nächste Sammelobjekt hier auf der rechten Seite. Nummer 8. Schauen rechts rüber. Seestern. Nehmen die Kohle mit. Oh, die können wir noch nicht mitnehmen. Gut, dann haben wir wenigstens das Sammelobjekt. Und mitnehmen. Gehen links rüber zum Bambus. Da haben wir die zweite Kerze. Den ersten Kristall. Nadel und Faden. Damit können wir jetzt unseren Handschuh reparieren. Handschuh, Garnknoll. Und das Nähzeug. Gehen rechts zum Kristall her. Mit dem Handschuh. Holen wir uns Kohle und Ocker, Holzbrett. Gehen in die Mitte zum Wasserbecken her. Nehmen das Holz. Plus den Draht. Erhalten eine Sichel. Mit der Sichel gehen wir links zum Bambus. Machen uns den Weg frei. Es geht weiter zum Sirenengarten. Die nächste Muschel hier vorne mittig. Dann gehen wir in die Mitte vor. Tischdecken. Wenn du Austern servierst, solltest du auch das richtige Silberbesteck verwenden. Wenn jedoch kein geeignetes Besteck vorhanden ist oder es zu schwierig ist, die Schalen damit zu öffnen, kannst du die Ränder der Auster einfach mit Zitronensaft befeuchten. So, außerdem haben wir hier die nächsten Seesterne. Gehen wir hinten hin. Die Kunst der alten Sirenen, mit Hilfe magischer Samen in wenigen Sekunden fruchttragende Bäume zu züchten, hat schon immer den Neid der Menschen geweckt und den Wunsch, dies auch zu lernen. So, Kohle und Ocker 2, Kerze Nummer 3. Gehen hier vorne her. Goldreben sind sehr eigenartige Pflanzen. Sobald sie blühen, beginnen sie zu verwelken und sterben schließlich ab. Man braucht nur eine abgeschnittene goldene Blume daneben zu legen und schon schrumpfen die Reben. Gut, dann gehen wir hier vorne her. Den Vorhang weg. Tauschen wir die Kerzen aus und zünden die an. Dann haben wir auch schon das nächste Wimmelbildspiel. Reeds Schiff geriet in einen Sturm und wurde zerstört, und alle außer dem Kapitän kamen ums Leben. Die Wellen des Meeres brachten Reed an die Küste dieser Insel, wo wir ruhig und friedlich lebten, Pflanzen anbauten und Seeleuten halfen. Gut, das müssen wir jetzt einfügen.
Reed wurde von uns Sirenen gerettet. Wir lebten damals hier. Kapitän Reed flehte uns mit Magie an, ihm sein Schiff zurückzugeben. Wir weigerten uns, aber der verzweifelte Kapitän nahm mich gefangen und zwang meine Schwestern, die Mannschaft wieder zum Leben zu erwecken und das Schiff neu zu bauen. Die Palmen gehören auf die rechte Seite und das Schiff zu dem leuchtenden Fleck auf dem Meer. Der Kapitän hatte kein Recht, einen Fuß an Land zu setzen, und das Schiff irrte 10 Jahre lang auf dem weiten Meer umher. Danach sollte sein Leben enden. Oh, fangen wir mit dem Steuerrad an. Links hierher. Der Delfin in die Mitte. Und der Leuchtturm hier vorne rechts. Kapitän Reed beschloss, dass er unsere Gabe nutzen und für immer leben wollte. Er begann Städte anzugreifen und die Seelen all ihrer Bewohner zu nehmen, denn sie wurden zum Treibstoff für sein Schiff. So, die Buchseite links ins Buch. Der Mond oben in die Mitte. Und die Mütze auf den Captain. Wir bekommen eine Blume. Die goldene Rose, die kommt hier vorne rechts her. Die können wir auch noch schwimmen lassen. Nehmen den Hammer mit. Mit dem Korkenzieher öffnen wir die Lade. Dann halten wir eine Kristallflasche, gehen zurück zur uralten Quelle und überreichen die Kristallflasche. Find Elizabeth. She's the descendant of the strongest of the Sirens, Queen Rose. If you wish, you can learn more about Elizabeth's heritage in our treasury. Natürlich würden wir mehr erfahren. Oh, I'm so glad you're interested. Go there. You'll learn so much more by looking at our priceless works of art. Bekommt die Träne der Sirene? Jetzt öffnet sich die Schatzkammer. Wir gehen gleich mal in die Mitte zu dem Kübel her. Die Zange brauchen wir später. Wir brauchen die Tiara, die Säge und das Netzteil. Ein uralter Ritus zur Beruhigung des Meeres. Sirenen spielen auf Muscheln, um Seeleuten zu helfen. Dadurch wird das Meer beruhigt, damit Überlebende von Schiffbrüchen das Ufer erreichen können. Sirenen heilen oft Überlebende, die an Land gefunden werden, und helfen ihnen bei der Rückkehr zum Festland. Dann schauen wir nach rechts zu den Fässern. Mit der Säge können wir das rechte Fass öffnen. Wir halten einen Apfel. Gehen mittig her. Die Tiara fügen wir ein und den Apfel. Ordne die Sirenenstatue entsprechend dem Hinweis an. Also wir sehen, die mit dem Text gehört einmal in die Mitte. Wir fangen ganz vorne an mit der Krone. Dann kommt der Apfel. Und jetzt müssen wir nur noch die beiden vertauschen, dann passt das auch. Wir bekommen einen kleinen Schlüssel. Gehen wieder zurück zur uralten Quelle. Rechts zum Kristall. Mit dem Hammer holen wir uns den zweiten Kristall. Wenn wir Sirenen gewusst hätten, wie tückisch Menschen sein können, hätten wir Reed niemals geholfen. Er vergiftete unsere Quelle und verwandelte sie von einem See des Lebens in einen kochenden Geysir. Nur reines Kristall und Jade konnten das Wasser mit der Zeit wieder reinigen. Aber wer wird hierher kommen, um die Kristalle in der Quelle zu platzieren? Wir gehen in die Mitte her, fügen Jade und Kristall ein. Verbinde die Steine auf beiden Seiten des Beckens, indem du Paare mit komplementären Linien findest. Also, fangen wir mal vorne an.
Jetzt sehen wir schon hier den blauen Faden. Wir müssen das Pendant dazu finden, das Gegenstück. Das ist der dritte von unten. Dann haben wir den zweiten. Und den vierten von unten. Den dritten mit dem ersten. Den dritten mit dem zweiten. So geht das. Der vierte mit dem vorletzten. Der fünfte mit dem letzten. Der sechste mit dem ersten. Und dann bleibt nur noch der letzte und der dritte von rechts. Das Ritual der Rückkehr ins Leben. Ein uralter Sirenengesang kann den sehnlichsten Wunsch eines Menschen erfüllen. Aber der Preis dafür ist hoch. Ihre Seele wird den Körper verlassen und sich an einen verkörperten Traum heften. Und 13 Jahre nach dem Ritual werden sowohl die Person als auch die Seele zerstört. Die Muschel nehmen wir mit, das Glas und den Schirm. Jetzt gehen wir zurück zum Rathauspark. Rechts zum Gitter spannen wir den Schirm auf. Falls ihr die Sammelobjekte beim letzten Mal nicht mitgenommen habt, hier vorne kann man die jetzt nochmal holen. Wir nehmen die Saftpresse, mit dem Schlüssel öffnen wir das Gitter. Hier links sehen wir einen Hinweis fürs Bonuskapitel, hier gibt es was zum Holen. Das machen wir auch gleich mit dem Magneten. Holen wir die Kette und das Feuerelixier, gehen in die Mitte zum Gitter her. Mit der Kette holen wir uns die kaputte Amphore raus. Gehen wieder vor zur uralten Quelle, zur Schatzkammer. Mittig zu dem Kübel her, da kommt das Feuerelixier zum Einsatz. Die Münzen rein. Mit der Zange holen wir uns die andere Zange raus. Erhalten eine Schneidezange, gehen rechts zu den Fässern, zerschnibbeln das Netz. Reed hat unsere Königin als Geisel genommen. Um ein sinnloses Opfer zu vermeiden, werden wir es tun. Heute Abend werden wir das Ritual der Rückkehr ins Leben durchführen. Ich wünschte, wir könnten diesen sturen Kapitän abweisen. Viele bedauern bereits, dass wir ihn aus den Wellen gerettet haben. Gut, wir schnappen uns das Netzstück und das Netz. Gehen jetzt zurück, vor in den Sirenengarten. Haben rechts das nächste Wimmelbildspiel. Die Zitrone rechts. Die Blumen links. Und das, was sie in der Hand hält. Die Sirenen segnen die Samen mit Magie. Deshalb sprießen sie sofort, wenn sie in den Boden gepflanzt werden. Das Symbol ganz links, das Paddel in der Mitte, das Steuerrad rechts oder ein Rad. Die Tiara mittig unten, Sextant ganz rechts, Gürtel ganz links. Der Schuh mittig, die Feder oben mit dem Schild, der Spiegel links. Dann erhalten wir einen magischen Samen. Gehen vor zu dem Baum. Mit der kaputten Amphore graben wir etwas. Erhalten eine Skizze, pflanzen den Samen ein. Mit dem Blatt bewässern wir das Ganze. Bekommen eine Zitrone. Gut, dann gehen wir zurück zum Rathauspark. Links her, da kommt die Skizze her und die Kohle und Ocker.
Gehe durch alle Quadrate des Feldes zum Zielpunkt. Der Bug des Bootes zeigt dir den Weg, die Anzahl der Boote und wie viele Schritte du machen musst. Wir fangen hier unten an, wo die zwei nach oben zeigen. Und dann kämpfen wir uns einmal durch. Wir halten einen Schaber neben unser Netz. Jetzt kommt die Saftpresse, das Glas, der Schäler, die Zitrone. Erhalten Zitronensaft, gehen jetzt nach vor zur uralten Quelle, in die Schatzkammer der Sirenen. Links her. Fügen den Wandteppich ein. Und dann müssen wir nur noch die Teile richtig einfügen. So, das war das kleine Bonuskapitel dazu. Gehen wir wieder zurück zur uralten Quelle. Vor in den Sirenengarten, links zu der Muschel. Da kommt der Zitronensaft zum Einsatz. Wir bekommen eine Perle. Gehen zurück zur Quelle. Rechts her zur Wand. Da kommt die Gebrauchsanleitung ins Spiel. Wir brauchen Muschelperle. Träne, haben wir schon alles. Fügen wir jetzt ein. Die Träne der Sirene. Ordne die Balken so an, dass sich in jeder Zelle eine Perle befindet, wenn sie kombiniert werden. Drücke und ziehe die Balken, um sie zu verschieben. So, wir können die jetzt nur so drehen. Das passt mal so. Jetzt gehen wir das untere an. Und so soll das Ganze dann ausschauen. Dann klicken wir auf den Flakon. Help me, please. You will never find us. Gut.
Dann würde ich sagen, an der Stelle machen wir wieder eine kurze Pause. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu kommentieren, vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht die Glocke einzuschalten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!